Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde, zu Cultures, der Entdeckung Vinlands. Wir sind immer noch in der Mission Helluland, aber schon ziemlich weit drin eigentlich, was das angeht. Wir haben jetzt endlich eine laufende Nahrungsproduktion. Unsere Straßen werden schön gebaut, da können wir noch ein bisschen was erweitern. Ein unserer Bauarbeiter ist hungrig, also sollte er nach was zu essen suchen. Wir planen noch hier eine Straße zum Brunnen hoch. Ja, das meiste ist bereits mit Straßen recht gut vernetzt. Wir machen schön Geschirr. Müssen dann noch zwei Gebäude eigentlich bauen. Einen Werkzeugmacher und einen Waffenschreiner. Also das fehlt uns noch. Ein Speermacher besser gesagt. Alles andere brauchen wir jetzt nicht wirklich. Also wir haben eh keine Obstbäume, also brauchen wir kein Obst bauen. Wir haben zwar Pilze, aber die brauchen wir nicht unbedingt. Also brauchen wir auch keinen Pilzsammler. Genauso wie brauchen wir einen Druiden. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Yay. So, wir werfen mal einen Blick auf unsere Berufe. Wir haben bis jetzt nur einen Träger. Und noch zwei Bauarbeiter, die nachher zu Trägern werden sollen. Wir haben einen Holzfäller, das reicht. Der wird nachher auch zum Werkzeugmacher und zum Speermacher. Was ich halt noch bräuchte, wäre noch ein Träger. Also kriegst du mal ein Kind, das wir dann in der Schule zum Träger ausbilden werden. Währenddessen planen wir schon mal unseren Werkzeugmacher. Hier in die Nähe des Holzfällers. Verbinde ihn auch gleich mal mit einer Straße. So. Also er muss eigentlich nur Wasser holen, weil die Mühle beliefert uns recht gut mit Mehl. Und ja, für Nahrung ist eigentlich jetzt recht gut gesorgt. Wir machen sogar ein ziemlich gutes Plus an Nahrung. Die Straßen werden auch gut gebaut. Da sind ja unsere beiden Bauarbeiter hinterher. Und ja, was ich noch bräuchte, ist ein Wohnzelt. Hier direkt neben. Unserem Hauptlager. Das heißt, du machst uns auch meine Tochter, die dann da mit unserem Händler einzieht. Damit unser Händler effektiver wird. So, da haben wir schon mal Olaf, unseren neuen Träger. Mit dem Pizzabäcker.
Wobei ich den wahrscheinlich erstmal zum Bauarbeiter machen werde, damit der uns beim Bauen hilft. Weil zwei Bauarbeiter sind dann doch recht langsam, wenn es um Straßen und Gebäude gleichzeitig geht. Da kommt dann unsere das weibliche Kind, das dann hier im Wohnzelt einziehen wird. Und ja, ich hätte wirklich gerne zwei Träger im Hauptlager. Das macht die Sache dann halt viel einfacher. Und halt natürlich einen Träger hier. So, wie sieht es denn mit unseren beiden aus? Naja, die sind nicht ganz gut beisammen, was Nahrung und Schlaf angeht, weil sie ziemlich viel mit Bauen beschäftigt sind. Und auch ständig ins Steinmetzzelt gehen müssen. Nebenbei, wenn du hier fertig bist mit deinem aktuellen Geschirr, dann solltest du wieder Steine klopfen gehen. Wir gehen uns doch schön langsam aus. Ah ja, Nahrung sollten die beiden recht viel finden. Ja, der geht gleich zum Bäcker essen. Ja gut, dann stell noch das Geschirr her. Wenn du das gemacht hast, dann machen wir dich wieder zum Steinmetz. Und wir haben den Bäcker erfunden. Sehr schön. Unsere Straßen hier oben nehmen auch langsam Form an. Uns geht das Weizen auch nicht aus. So, du bist jetzt wieder Steinmetz. Das heißt, du gehst Steine klopfen. Die hier nämlich. Und ich finde es lustig, dass der wirklich sein Leben selber holt. So, unsere beiden Bauarbeiter sind wieder voll bei der Arbeit. Unser Steinmetzler war ebenso. Und ja, da wir genug Holz haben, werde ich unseren Holzfäller dann einfach zum Werkzeugschreiner und später zum Speermacher machen. Also ja, ich denke mal, ein Nahrungsproblem haben wir so schnell nicht mehr. Hey, unser Fischer kann trainiert werden. Dann trainieren wir den doch mal ein bisschen. Ich meine, die Nahrung wächst hier drin. Wir haben drei Nahrungsproduzenten. Thank you.
Und unsere Straßen entwickeln sich auch langsam weiter. Und ja, dadurch, dass unser Bäcker jetzt ein Meister ist, produziert er auch mehr Nahrung. Alle unsere Mehrfamilienhäuser sind auch voll bis oben hin mit Nahrung. Was dank dem Geschirr jetzt noch effektiver ist. Ja, und ich glaube, das nächste, in der nächsten Mission, wenn wir die dann machen, werde ich auf jeden Fall schneller einen Weizen gehen. Muss ich, glaube ich, in der nächsten Mission eh. Und ja, das Straßenbauen, das verschieben wir auf ganz am Schluss, wenn alle Gebäude wirklich stehen. Ja, da ich jetzt gerade nicht mehr viel reden kann, gehen wir mal ein bisschen Speed hier. Steinmetz klopft Steine. Bauarbeiter benutzen Steine. Überall gehen Türen auf und zu. Hier wird Nahrung hergestellt. Hier auch. Hier wird jede Menge Nahrung eingelagert. Also ja, für die kleine Schar an Leuten, die wir haben, 17. Also ja, man kann sagen, für maximal 20 Einwohner reicht das, was wir hier jetzt an Nahrungsversorgung haben. Und viel mehr als die, die wir jetzt haben, brauchen wir auch nicht an Leuten. Weil wie man sieht, sobald wir Geschirr herstellen und genug eingelagert haben an Geschirr, reicht das vollkommen aus, um in den Häusern Nahrung zu produzieren, ordentlicher Nahrung ranzubringen. Ja, meine Bauarbeiter pennen direkt vor der Bäckerei. Ich glaube, durch das Geschirr bringt Nahrung auch, also eine Nahrungseinheit mehr Nahrung im Haus. Wir sehen es ja gleich. Ja, doppelt so viel. Was sehr, sehr praktisch ist, dass man einen Töpfer hat. Genauso würden Möbel auch das Schlafen verbessern. Also dann würden die Männer wirklich komplett ausgeruht aus ihren Häusern kommen. Der ruht sich jetzt auch gerade aus. Nein, er isst. Okay. Und ja, so haben wir immer volle Mägen. Und du bist erwachsen. Das heißt, wir können dich in die Schule schicken. Und du bist auch erwachsen, okay. Erstmal Bauarbeiter, dass du beim Bauen hilfst. Dann Träger, dass du in der Bäckerei beim Nahrungsmachen hilfst. Ja, durch den Träger steigern wir übrigens eh die Produktion von der Bäckerei. Das heißt, dann könnten wir sogar 25 Leute so versorgen. Vorausgesetzt, die stecken alle in Häusern. Oder ein Großteil. Naja, im Augenblick haben wir ja eh nicht viele Wohnungslose, denke ich mal. Ja, 5 Stück. Hauptsächlich unsere Träger und unsere letzte Frau. Und ich denke, ich lasse Hafgrim sie heiraten, da der ja unser Fleißträger ist. Darf der nachher unser Händler werden, zu allen Ehren. Also wähle ich Hafgrim mal aus. Lass ihn heiraten.
Und er ist sogar erfahren und kann trainiert werden. Allein deswegen rentiert sich schon, ihn loszuschicken. Ja, Hafgrim, willst du dir keinen Ehepartner zulegen? Doch, willst du. Dann kriegst du auch gleich ein Haus. Na gut, ich muss eh erstmal eine Person als Bauarbeiter belassen dann, wenn alles gebaut ist. Beziehungsweise einen nachher wieder zum Bauarbeiter machen von meinen beiden Hauptlagerträgern. Olaf wird in der Bäckerei arbeiten. Jetzt sind nur noch die drei wohnungslos und das sind wirklich meine Bauarbeiter. Ich gebe zu, ich könnte Träger auch in Häuser einquartieren. Das wäre kein Problem, aber in der Mission rentiert sich das nicht so wirklich. Dann könnte ich nämlich gerade für solche Sachen hier dann ein Dreifamilienhaus hinstellen, wo Müller, Bäcker und Träger drin wohnen. Aber jetzt im Augenblick rentiert sich das halt einfach noch nicht. Jedenfalls für die Mission. Ach, Olaf holt sich da oben Stein. Die Straßen werden gebaut. Und ja, wie gesagt, abgesehen davon, dass uns jetzt die Werkzeugschreinerei fehlt. Wenn die Werkzeugschreinerei gebaut ist, haben wir eigentlich eine, ich würde sagen, 90% funktionierende Siedlung. Also pazifistische Siedlung. Ich rechne jetzt Militärproduktion nicht mit rein. Weil eigentlich Cultures nicht unbedingt saumäßig militärisch sein sollte. Außer ein paar wenige Missionen. Weil ganz ohne Militär geht es ja auch wieder nicht. Aber das Einzige, was uns hier jetzt noch fehlen würde, dann wäre ein Schreiner, also ein Tischler. Und wenn ich den noch hinzubauen würde, was ich in der Mission jetzt auch nicht mache, weil wir es nicht wirklich brauchen, das können wir auch in der nächsten Mission dann mal angehen, würde ich eh den Holzfäller arbeiten lassen, also einfach weiterarbeiten lassen und den Schreiner zwischen dem Werkzeugschreiner und dem Tischler, also dem Tischler meine ich jetzt mit Schreiner, der mir Möbel herstellt, würde ich den immer hin und her wechseln lassen, je nachdem was gebraucht wird, so wie ich es jetzt auch mit unserem Lehmarbeiter mache. Ja, wenn ich mir das ansehe, wie viel Leder wir haben, ist es eigentlich auch kein Problem, ein bisschen militärisch zu werden mit ein paar Speerträgern. Haus steht schon lange leer, ja, das können wir ignorieren. Das Lehmarbeiterzelt steht eigentlich länger leer. So, mit unseren Straßen sind wir aber auch gleich bald fertig, so wie das aussieht. Dem Haus sind die Rohstoffe ausgegangen. Fischerzelt. Oh, wir sind wirklich leer gefischt. Ja, okay. Es bringt wahrscheinlich nicht viel, einen neuen Arbeitsbereich einzustellen, weil ich sie nirgends fische. Da hat er gute Arbeit geleistet, unser Stroller.
wo wohnt er eigentlich?